Mein Name ist Falko Vohland und ich werde euch heute zeigen, wie wir unsere Außenplätze heute winterfest machen. Punkt 1 würde ich im Prinzip damit starten, unsere Reinigungs- und Pflegegeräte vom Platz zu räumen. Vorher natürlich begutachten, ob wir irgendwelche Schäden dran feststellen können, ob irgendwelche Defekte vorhanden sind. Das Gleiche gilt für unsere Handbewässerung, unsere Schläuche abbauen, entleeren, für unsere Sitzbänke, die auch reinigen, trocken einlagern, wenn es möglich ist, wenn nicht, vom Platz räumen, weil wir nächstes Jahr zur Frühjahrsaufbereitung die auf dem Platz eh nicht brauchen. Dann kommen wir zum Netz. Das Netz sollte auch abgebaut werden. Vorher begutachten, ob wir irgendwelche Löcher feststellen können, weil die müssten über den Winter auch repariert werden. Ja, und dann können wir damit starten mit diesen Arbeiten. Punkt 1 ist erledigt, folgt Punkt 2. Punkt 2, Reinigung des Platzes. Zur Reinigung des Platzes brauchen wir entsprechende Geräte, zum Beispiel diesen Gummibesen oder Gummihake, unseren Schaber und ein Abziehnetz für grobes Material, Blätter, Äste, Kastanien, Eicheln, was auch immer. Und dann starten wir jetzt damit. So, jetzt starten wir weiter mit Schritt 3. Nach unserer Reinigung des Platzes haben wir festgestellt, dass hinter den Grundlinien Senken entstanden sind, die durch häufiges Aufschlagen entstehen können. Und die Senken werden wir jetzt verfüllen, dass wir im Frühjahr mit der Frühjahrsaufbereitung nicht so viel Arbeit haben. Dazu brauchen wir dann entsprechendes Ziegelmehl und noch eine Schippe, die wir hier mit der Schubkarre dann anfahren und verteilen. So, weiter geht's. Wir werden jetzt unsere Linie mit Stein abdecken. Das machen wir deswegen, weil der Winter auch sehr kalte Tage hat, frostige Tage, die Linien durch den Frost nach oben gedrückt werden. Der Wind pustet die Linien um. Wir haben im Frühjahr viel Arbeit damit, die Linien wieder gerade einzubauen. Das wollen wir uns sparen. Deswegen legen wir jetzt damit los. So, Steine sind auf dem Platz. Machen wir weiter mit Schritt 5. Wir sollten nicht vergessen, dass wir die Zäune nochmal begutachten, dass wir die nochmal ablaufen, dass die entsprechend befestigt sind an den Pfosten, dass die Sichtschutzblenden auch fest sind oder wir nehmen sie gleich ganz ab. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir unsere Wasseranlage komplett entwässern sollten und entlüften nach Möglichkeit. Wasserkräne öffnen, die draußen auf den Plätzen befindlich sind, die Sprenkleranlagen abdecken, nochmal die Schläuche entleeren, aufhängen, wegräumen. Ja, würde ich sagen, legen wir los.